Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Tut mir schrecklich leid für diesen blöden Cut, aber ich habe einen Anruf gekriegt, der war jetzt nicht unwichtig. Aber jetzt kloppen wir uns hier weiter und ich würde sagen. Oha! Ja, mein Controller ist natürlich schon wieder fast leer. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir hier den Gegner hier platt kriegen. Ist ja doch schon ein fieser Brocken. Alter, ich bin ausgewichen. Okay, hier liegt noch so ein Rage-Stein. Och nee, komm. Dich klopp ich jetzt so rein, du mieses Stück Kot. Mir geht's gut, das geht vorbei. Zack. Und weg mit dir, du mieses Stück Kot. Komm schon. Boah. Jawohl. Und weg mit dir. So, kein Mitleid. Und tot. Geil. Wer hat das hier gebaut? Seltenheitszauber, Symbol der Wahrheit. Ah, okay. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Frostflamme, legendär. Unmögliches Material, der den Zorn der Flammen und die Härte des Eisens einbaut. Ah, sie wird durch mächtige Kämpfe erzeugt. Damit kann die Leber Tanax verbessert werden. Ja, geil. Wir nutzen ja schon fast wieder zurückzulaufen. Aber schauen wir erstmal. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt nicht das letzte Mal an den Spielen vorbeigekommen. Puh, okay. Das war jetzt mal was. Interessant auf jeden Fall. Und dann werden wir jetzt mal hier durch diese Tür streifen und mal gucken, was uns dahinter erwartet. Berg. Grund. Wir sind am Fuße des Berges. Deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Das sieht heftig aus. Okay. Wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal Bescheid, wie das hier ausschaut. Was ist denn da hinten? Lass mich mir jetzt gerne mal näher angucken. Ob Sinri weiß, was ein Himmelsträger von Mutter ist? Eher nicht. Wie will er ihn in Gang bringen? Das ist mir egal. Okay, da kommen wir dann leider nicht weiter, dann gehen wir jetzt erstmal hier die Treppe hoch. Das sieht da schon ein bisschen besser aus, was das angeht. Ist das Rauch? Möchte ich das wissen? Die Truhe hier, ich möchte die haben. Okay, an die Truhe komme ich scheinbar nicht dran. Schade eigentlich. Okay. Jetzt müssen wir zu diesem Rauch oder was es auch immer ist. Mir schwant Übles. Ich möchte da eigentlich jetzt nicht langlaufen. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja.
Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Dass Kratos immer so grimmig ist. Mensch, Mensch, Mensch. In eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Ich bin jetzt eigentlich kein Freund davon, jetzt einfach in eine andere Welt zu stampfen, nur um irgendetwas zu suchen. Aber sonst kommen wir da ja nicht durch. Also bleibt uns da jetzt keine andere Wahl. Leider. Wir nehmen das hier. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Ja, doch mal ein paar Zwergen schon vorbei. Da, neu. Ah, eine Seilbahn. Das ist ja geil. Tier sehr, sehr geil. In der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Ragnarök, das Ende aller Tage. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh. Klingt einsam. Etwas. Etwas einsam. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir diese Schlange trotzdem früher oder später verstehen werden. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird keine Wikinger. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Josta! Was? Es ist fest! Alpenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Okay, dann schnell rüber. Diese Wurzel, was ist das für eine Magie? Von den Warnen. Aus Vanaheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Da guckt ihr uns jetzt böse an, aber... Ja, ich finde, Kratos hat da nicht ganz unrecht. Mehr oder weniger. Tempel, erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tier bereiste von dort aus die neuen Welten und wahrte so den Frieden unter ihnen. Oh, das sieht die Schlange. Friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt leben. Ich möchte das herausfinden. Ah, so weit kann er die nicht schmeißen. Schade. Und dann nach rechts. Okay. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Die Brücke neu ausrichten, okay.
Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Ach, komm schon. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Perfekt. Jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Komm schon. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Was die Toten haben? Hart. Jemand nannte sie Kehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Bahnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Alles klar. Das war beeindruckend. Tut jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben Tirs Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Traurige Geschichte. Klar, da sind wir nun. Justa, deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Wow, danke schön. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Weltenriesekammer, auch nicht schlecht. Nach Alfheim reisen. Der Lebensbaum. Hammer. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Okay. Auch ganz schön düster hier. Mal schauen, ob wir es hier mal ein bisschen heller machen können. Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums, getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm.
Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Okay, Moment, kann ich drehen. Dreht das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Das war doch jetzt geplant, dass wir jetzt nach Alfheim reisen. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus. Und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Boah. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Boah, wie das aussieht, das ist ein Hammer. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Wird man dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Okay, das kann jetzt interessant werden, definitiv. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht! Was Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht hat. Nein! Sie ist wieder Midgard. Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Sieh dich doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Oha, was ist das? Ja, wir werden uns hier auf jeden Fall in der nächsten Folge umschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play God of War. Bis dahin, Leute. Ciao.